Deutschlands bestes Presseregal 2020. Der Sonderpreis für Konzeptentwicklung geht an Kaufland 5050. Ein Presseregal muss die Jury in jeder Hinsicht überzeugen. Ob im Supermarkt, Verbrauchermarkt oder SB-Warenhaus. Die fast 11 Meter, auf denen Kaufland in Oschersleben Presseerzeugnisse darbietet, die haben natürlich überzeugt. Der Markt in Sachsen-Anhalt hat in den Augen der Jury jedoch noch mehr geleistet. Er hat sein Presseregalkonzept überaus positiv weiterentwickelt. Und dafür gibt es einen Sonderpreis. Aber von vorn. Mit seinem Standort inmitten des Marktes lässt das Presseregal keine Wünsche offen. Übersichtlich und gut strukturiert zieht es die Leserschaft erfolgreich an. Zu ihr gehören viele Stammkunden. Das wissen Silvia Walter und Ramona Weihe sehr genau. Sie betreuen die Zeitschriften seit vielen Jahren, verlieren in der beeindruckenden Sortimentsvielfalt nie den Überblick und kennen diejenigen, die jeden Mittwoch zur neuesten Ausgabe ihrer Lieblingszeitschrift greifen. Wer spontan das Regal aufsucht, profitiert von der sinnvollen Aufteilung und großzügigen Präsentation der Warengruppen. Für eilige haben Topseller zusätzlich am Gondelkopf ihren Platz gefunden, der auch den schnellen Griff zur Tageszeitung ermöglicht. Und ganz neu ist zu der durchdachten Präsentation die Beleuchtung hinzugekommen, die das Konzept auf optimale Weise abrundet. Optimierung – ein gutes Stichwort für das Presseregal bei Kaufland. Anregungen werden aufgeschlossen umgesetzt, das begeistert den Grossisten. Und der Erfolg schlägt sich in der Umsatzentwicklung nieder. Kompliment an Kauflands Hausleiterin Annika Schwarz und ihr eingespieltes Team. Herzlichen Glückwunsch zum Sonderpreis Konzeptentwicklung beim Award Deutschlands bestes Presseregal 2020.